Eine Erschütterung habe ich eigentlich erlebt, nicht so sehr durch Ereignisse in Sarajevo, sondern die Meldung, dass die Titanic gesunken ist. Das war also damals wie ein erstes Erdbeben. Ich habe als Bub ja immer schon leidenschaftlich gezeichnet, habe die Ausfahrt des Dampfers gezeichnet, in x Zeichnungen, Bildern festgehalten. Das sollte doch eine Rekordzeit eingehalten werden. Und dann ist mir unvergesslich, wie mein Vater aus der Orientation herauskommt, im weißen Mantel, bleich, wie ich noch nie gesehen habe, mit zitternden Händen die Zeitung in der Hand hat und sagt, die Titanic ist gesunken. Und da war es plötzlich so, die Welt ist nicht so sicher, wie man glaubt. Der Fortschrittsglaube, der doch damals wirklich unendlich war, hat das erste Leck bekommen. Dann dachten Sie, jetzt kommt jetzt eine andere Zeit. Der Krieg wird nicht lang dauern und dann wird es anders werden. Und Sie warteten schon, ich möchte wirklich sagen, auf eine demokratische Regierung. Sie hatten den Absolutismus satt. Das schon. Ja, nicht alle, aber sehr viele. Das sickerte durch und auf das warteten sie. Und mit dieser Hoffnung war ihnen der Krieg momentan gar nicht so schrecklich, außer sie verloren Angehörige, aber sie dachten, das dauert nur ein paar Monate und dann wird's anders. Und der Vater, der Bruder von meiner Großmutter, hat hier in Wien bei der ungarischen Leibgarde gedient. Und von ihnen habe ich Herr König und Kaiser Treuner, unsere Familie auch. Ein Offizier kann ja sich das überhaupt nicht anders vorstellen, weil sie leisten ja Eid auf den König. Nicht? Und dann haben wir eine große Schwäche für Königin Elisabeth gehabt, nicht? Da gehe ich noch jetzt jedes Jahr in Kaisergruft hinunter am 2. November, Todestag, und kaufe ich eine rote Rose und das gebe ich auch für Sack. Hier in Schönbrunn waltet der alte Kaiser Franz Josef bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges. In diesem Garten, der damals natürlich noch für die Öffentlichkeit versperrt war, ging er täglich spazieren. Und hinter den Fenstern des Schlosses unterschrieb später sein Nachfolger und der letzte Kaiser Karl seine Abdankungsurkunde. Hier wurden Entscheidungen gefällt, die weit bis ins Heute hineinreichen. In ein Heute, 70 Jahre später. Das Schloss ist ein Denkmal, wird gepflegt und instand gehalten für kommende Generationen. Die Menschen, die darin lebten, sind längst vergangen. Ebenso die Menschen, die damals draußen vor den Toren warteten. Einige haben wir noch gefunden. Einige, die durch ihre Gedanken und Erinnerungen die Stimmungen, Verzweiflungen, Hoffnungen der damaligen Zeit nachzeichnen. Eine neue, junge Disziplin der zeitgeschichtlichen Wissenschaft befasst sich damit, Gedanken zu dokumentieren. Sie wird umschrieben mit dem angelsächsischen Begriff Oral History. Wir nun haben versucht, ebenfalls diese Gedanken aufzuzeichnen. Mit der Sprache der Gesichter, mit der Sprache der Gesten, mit der Sprache der eigenen Worte. Zeugen der Zeit, das ist mit dieser Sendung gewollt. Mit den eigenen Worten der einfachen Menschen die Stimmung des heißen Sommers 1914 nachzuzeichnen. Sarajevo, 28. Juni 1914. Bekannte Bilder, bekannte Szenen. Der österreichisch-ungarische Thronfolger verlässt mit seiner Frau das Rathaus, wütend. Kurz zuvor hatte ein Bombenattentat einen Begleitwagen seines Konvois getroffen. Der Anschlag galt Franz Ferdinand. Eine halbe Stunde später ist er selbst tot. Einer war damals dabei, der Sohn des Stadtphysikus von Sarajevo, damals 11 Jahre alt. Beim Einsteigen war dann eben dieser verhängnisvolle Disput und Potiorek, der Statthalter, wollte den Erzherzog positiv in den Konak, das heißt in die Residenz, bringen, damit er geborgen ist. Der Erzherzog wieder wollte seinen verwundeten Adjutanten besuchen.
Zu dem Zweck musste man eigentlich geradeaus über den Quai wieder ganz längs ins Quai fahren. Oder der ursprüngliche Plan, eben nach rechts, dann bei diesem Eck, nach rechts zu fahren in die Innenstadt, um von der Bevölkerung begrüßt zu werden. Nun hat der Chauffeur das nicht verstanden oder was da los war. Jedenfalls waren diese drei Ansichten da. Graf Harrach, dem übrigens, das hat noch damals so wenig Autos gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass das Auto ausgeliehen war von Graf Harrach. Graf Harrach war sehr besorgt und ist auf ein Trittbrett gestiegen, aber leider eben um das Falsche, so konnte er das herzogliche Paar nicht decken. Und dann ging die Fahrt los und kam eben zu diesem Eck. Und da gibt es eben diese eine Fotografie, das ist noch 2 Sekunden vor dem Attentat, kommt das Auto zu dem Eck und fährt eben, weil der Chauffeur nicht recht weiß, was er machen soll, zu langsam. Und dann kommt noch etwas, dass der Chauffeur hat merkwürdigerweise, wenn er schon also nach rechts in die Stadt hineinfahren wollte, hat er die Kurve ganz eng genommen, gegen jede Vorschrift, so dass er direkt vor den Revolver des Prinzip gefahren ist. Nun, meine Rolle, ich stand eben bei dieser Ecke, nicht? Das war in die Lateinerbrücke und ich müsste sagen, dass ich, müsste lügen, wenn ich sagte, sehr viel gesehen habe, ich war zu klein, ich war ja 11 Jahre. Aber ich war mitten im Gedränge und war vielleicht 5 Meter entfernt und die haben Givio gerufen und begeistert und auf einmal mit die Schüsse, die waren nicht sehr effektvoll oder so, im Freien sind Schüsse sehr hell und klar, nicht? Da waren die 2 Schüsse, auch darüber gab es dann später eine Debatte, und eine Schrecksekunde und ein Aufschrei. Wir sind natürlich alle zurückgeflutet, ich war mittendrin, bin fast umgerissen worden. Und dann hat sich, da ist dann die Bevölkerung wieder nach vorn gedrängt und hat auf den Prinzip eingeschlagen. Und ich aber sah noch ein Bild, das mir haften geblieben ist. Das Auto hat reversiert und ist über die Brücke, die Lateinerbrücke, in den Konak gefahren. Nicht? Und da sah ich den großen Gräfen Stiftwagen, die beiden Köpfe im Fond versinken, den Potiorek in der Mitte stehend, fuchtend, unglücklich. Er hat also seine Gäste dann in die Residenz gebracht. Ich weiß nicht, ob das eine erfundene Sache ist, aber Hartmann Hessheimer, der übrigens auch ein Künstler war, wäre dabei gewesen, hatte gesagt, Potiorek wäre so verwirrt gewesen, dass das kaiserliche Paar, das wäre damals schon tot war, zum Tee eingeladen hat bei der Ankunft. Besonders die Militärbeamtenschaft war ein einigendes Band. Stationiert an allen Orten des Vielvölkerstaates bildete sie eine Elite und damit natürlich auch ihre Familien. Und für diese war eine andere Welt als jene der Monarchie nicht vorstellbar. Sie hatten nichts zu gewinnen, nur zu verlieren. Ich erinnere mich halt an meine Kindheit. Es war geborgen, nicht? Man hat das Gefühl einer Geborgenheit gehabt und alles war so ruhig und geregelt, bis dann nicht der Umsturz kam, nicht? Und da hat schon der Mittelstand entsetzlich viel verloren. Die waren halt auf das nicht vorbereitet, nicht? Haben meistens von ihrem Gehalt gelebt mit wenigen Ersparnissen. Naja, es war halt alles bescheidener, diese Verlockungen wie heute, die Ferne zu suchen. Man war froh, wenn man nach Plattensee zum Urlaub gefahren ist oder in Transsilvanien oder Nordungarn, wo halt sehr schöne so Kurorte gewesen sind. Meine Großeltern zum Beispiel oder zu Adrian, nicht? Einmal im Jahr. Man hat überhaupt von Geld Sorgen, das war auch so verpönt. Von Geld hat man nicht geredet. Das war selbstverständlich, dass ein jeder sein Auslangen gehabt hat, in gewisser Hinsicht, nicht? Auto war nicht da, es waren sehr wenig Familien, die ein Pferdegespann gehabt haben, auf denen hat man schon hinaufgeschaut, nicht? In unseren
Mittelstand, Beamten und Offizierskreisen. Und ja, sonst auch nicht. Man hat dieses Rumoren, weil mein Mann hat gesagt, eben politisch, von Politik hat man nicht gehört. Natürlich hat man gehört, nur sagen wir, das ist nicht zu uns, zu unseren Ohren gedrungen, weil die Zeitungen haben von der Arbeiteraufrührer, die halt schon am Werk waren, weil sonst wäre der Zusammenbruch am 18 nicht so total geworden, wie es geworden ist, nicht? Und da waren schon viele am Werk, die die Nationalitäten gegeneinander ausgespielt haben. Und eben Franz Ferdinand war halt nicht beliebt, weil er gegen den Ausgleich gewesen ist, was halt Ungarn bevorzugt hat. Und er war halt eher slawisch-tschechisch eingestellt, schon durch seine Heirat. Und da haben die Ungarn halt das Gefühl gehabt, dass sie halt in eine ungünstigere Situation kämen, wenn er halt am Ruder käme. Es sind dann viele Historiker, mich interessieren diese Sachen, weil ich habe sehr viel gelesen von dieser Epoche, weil ich, wenn ich auch nicht das Ganze mitgemacht habe von meinen Eltern, habe ich halt sehr viel darüber gehört. Dass vielleicht hätte Franz Ferdinand, auch wenn er unbeliebt war, die Monarchie retten können, indem er eine Donaukonföderation gemacht hätte und vielleicht die Nationalitäten zufriedengestellt hätte, nicht? Aber das sind halt so, man sinnt darüber nach, aber die Realität ist halt ganz anders geworden, man muss sich damit abfinden. Für die einen brach eine Welt zusammen, für die anderen begann ein neues Leben. Menschen, damals arm geboren, um arm zu bleiben, und dies seit Generationen. Heute bilden ihre Kinder den Mittelstand einer Republik. Unglaublich fern scheint die Kindheit der eigenen Mutter. Man hat nicht müssen austreten, wenn Schulschluss war. Man hat keinen den Tag austreten, wenn man 14 Jahre alt war. Und das war im Dezember, und da haben sie schon gewartet drauf, nicht? Bei den Bauern, dass sie wieder Arbeitskraft haben. Deswegen war Arbeit genug da, auch für kleinere Kinder, so wie ich hingekommen bin in das Bauernhaus. Da gibt's einen Hofkern und da gibt's einen Streienstall dran und da holt's in die Kuchen und den Sturmkern. Geschirr waschen hat man müssen. Also immer Arbeit genug und den Schulgang erst den letzten Moment und geschwind, dass man zurechtkommt, nicht? Und nach der Schule, weh, man hätte wo irgendwie zu der rechten Zeit heimgekommen, dass man sich wo herumtreibt, na, da hätte man es auch geredet. Mein Vater hat nicht schreiben können, das Lesen hat er sich gelernt, wie er in Dreschen gegangen ist, so im Wiener Boden, da Schwadorf, Schwächert und wo die großen Äcker sind, wo die Bauern viel. Dort war früher Ernte und dort hat er in der Ernte gearbeitet und dann war er zu Hause und hat bei den Bauern geholfen bei der Ernte und dann ist er wieder hingefahren und haben zum Dreschen angefangen. Das haben sie alles noch mit der Drescher gemacht, nicht? Und da, wie es im Winter, im Herbst ist er wieder einmal heimgekommen, zum Erdepfers nicht mehr. Aber dann haben sie Droschen über Winter so bis zur Fasching raus, waren sie dann fertig. Und Droschen haben sie auf dem 10. Teil, also auch kein Geld, also nur der 10. Teil von der Frucht, was sie ausdroschen haben, hat einer gehört. Nicht? Und das haben sie halt auf da am Teil verkauft, und da im Brot halt einmal in der Mühe umtauscht und so. Auch da hat man so gelebt. Und da das Schreiben erst gelernt, wie im Winter wenig Licht ist und
schon Zeit finden, er hat ja noch kein Elektrisch gehabt. Und da hat er sich Kerzen gekauft und beim Kerzenlicht hat er das Dreschen gelernt. Hat das Schreiben gelernt, lesen. Nicht Schreiben hat er nur drei Greifer gemacht. Er hat aber keine ein paar Worte schreiben auch. Nicht? Das ist sehr ausgegangen. Aber meine Mutter hat gut schreiben können, die ist in die Schule gegangen. Die war aber auch 14 Jahre jünger wie der Vater. Nicht? Ja, und dann ist doch rausgekommen von Menschen, die selber Besitztum haben gehabt und da war es halt besser für sie. Sie hat mehr gelernt. Ja, aber den Kaiser haben wir alle gern gehabt. Nicht? Da war noch ein Gedicht geschrieben, wie es damals. Der Kaiser ist ein lieber Mann, der wohnt in schönen Wien. Und wäre es nicht so weit von hier, so ging ich heute noch hin. Und was ich bei dem Kaiser tät, ich gebe ihm meine Hand und brech die schönsten Blumen ihm, die ich im Garten fand. Nicht so, die Kinder haben schon eine Sehnsucht gehabt, also nach dem Kaiser. Und das Kaiserjubiläum, was ich erlebt habe, also in meinem zweiten Schuljahr, also das war was Einmaliges in meinem Leben, das habe ich nie wieder also sowas erlebt, so Festlichkeiten. Und da habe ich das erste Mal gekannt an türkischen Honig oder so Sachen und dann hat es ja alles gegeben, Ringelspüle und also mit einem Wort eine ganze Woche ist gefeiert worden. Und ein großes Kriegerdenkmal, halt ein Kaiserdenkmal haben sie dort gebaut und das ist heute noch erhalten. Jetzt haben sie es wieder hergerichtet, dann ist es schon verfallen gewesen, aber es ist ja auch schon seit 1908 alt. Und auch die Menschen, also da haben sie ja gesagt, wenn der alte Kaiser mal stirbt, dann geht es auch Kleidung bringen. Na und man soll die Kinder nicht immer so zuhören lassen, es ist besser, wenn sie nicht als hören. Und da haben wir dann so gefürcht und immer denkt dran, naja, wenn sie dort Leute alle umbringen, würde ich da zuerst dran kommen oder wäre ich müssen zuschauen, wie es meine Eltern und die Angehörigen halt umbringen und da habe ich dann nicht schlafen können und so. Aber genannt war da drunter ja nur, dass es zu einem Krieg kommt. Also dann wieder ja gestorben ist, habe ich ja das schon lange verstanden. Aber vorher haben wir halt ausgerechnet, wenn er halt noch lebt bis 100 Jahre, dann kommt er auch noch 27 Jahre leben. Nicht so habe ich mir das vorgestellt. Die Wohlhabenden damals. Am 28. Juni 1914 wollte der Flügeladjutant des Kaisers den 17. Geburtstag seines einzigen Kindes feiern. Natürlich in der Nähe des Kaisers, natürlich in Ischl, natürlich beim Zauner. Nach der Meldung von Sarajevo wurden die Tische abbestellt. Wie immer wurde das Leben der Familie durch den Monarchen bestimmt. Franz Josef stellte die Ordnung dar und das absolute Recht. Ich erinnere mich an einen Fall, wo in der Aristokratie ein junger Mann ein Mädchen, ein Dienstmädchen verführt hat. Sie ist in andere Umstände gekommen und er hat da manipuliert. Er hat kurz und gut, er hat das Mädchen getötet. Darauf ist man draufgekommen und die Anzeige ist gemacht worden, er ist verhaftet worden. Und war eigentlich zum Tod verurteilt, weil es ein Mord war, mehr oder weniger. Und die Mutter dieses jungen Mannes, er war vielleicht nur 19 Jahre alt, ist verzweifelt zu meinem Vater gekommen, der den Akt behandelt hat, in der K&K-Kabinettskanzlei. Und ein Gnadengesuch hat sie eingegeben, dass
wenn möglich, soll ihr Sohn auf lebenslang oder überhaupt freigesprochen werden. Und schließlich, abgesehen davon, nicht nur so jung, sondern so eine erstklassige Familie, diese Schande kann man nicht machen. Mein Vater hat ihr gesagt, die Chancen sind nicht sehr günstig, weil die Ausrede auf die große Familie macht dem Kaiser keinen Eindruck. Aber ich werde, wenn es sich ergibt, werde ich es vorbringen. Mein Vater hat diesen Akt zum Kaiser Franz Josef heruntergetragen. Er hat selbst in Schönbrunn gewohnt, im selben Trakt wie der Kaiser Franz Josef. Und wie der Kaiser den Akt durchblättert und mein Vater steht hinter ihm, hat er nachgedacht, mein Vater, wie soll er der Mutter ihr Anliegen vorbringen? Er konnte den Kaiser nicht ansprechen. Er hatte zu warten, bis er dazu aufgefordert wird. Und Kaiser dreht sich zu meinem Vater um und sagt ihm, was sagen Sie dazu? Jetzt bringt der Kerl auch noch das arme Mädel um. Und dann, also nachdem aufgefordert wurde, sagt mein Vater, ja, die Mutter war auch bei mir und hat mich gebeten, es möge irgendetwas vielleicht geschehen, dass der Sohn zum lebenslang höchstens verurteilt wird. Schließlich ist es ja auch eine so gute Familie. Der Kaiser ist auf einmal eiskalt geworden. Sagt, was heißt gute Familie? Die soll mit Vorbild, das soll ein Vorbild sein, die gute Familie. Er hat sie umgebracht, nicht? Da steht es ja. Ja, wie Majestät befehlen, sagt mein Vater. Er steht, ist dort gestanden, verurteilt zum Durcherschießen. Der Kaiser streicht das Wort Erschießen aus und schreibt darunter durch den Strang. Ich kann keine Ausnahme machen und bei einer sogenannten guten Familie schon gar nicht. Der Kaiser war sehr verärgert und hat die Audienz beendet und mein Vater ist rücklings, rückwärts gehend, hat sich zurückgezogen. Die Klassen lebten für sich. Nur die Schattenzonen zwischen ihnen, die sie so scheinbar unbedingt trennten, waren breiter, als man es wahrhaben wollte. Der Hang zum Küchenpersonal war akzeptiert. Nur durfte er keine Folgen haben. An die Tragödie der Kinder dachte keiner. Also meine Mutter war frühzeitig eine Witfrau und hat zwei Kinder zum Versorgen gehabt und hat aber von niemandem eine Hilfe oder einen Beitrag gekriegt zum Weiterkommen. Also war sie gezwungen, dass sie arbeiten gegangen ist. Und da war sie als Haushälterin beim Verwalter und bei den, also dort, ne? Und wie man sagt, hat sie müssen die Frau ersetzen, ne? Im Haushalt und leider Gottes war sie dann vielleicht gezwungen. Sie hat eigentlich eh schön gehabt dort. Sie hat eine Wohnung dort gekriegt, sie hat ein Deputat gekriegt, wie das in die Meierhöfe üblich war oder ist. Und sie ist ja ganz schön durchgekommen mit ihren Kindern. Aber weil halt, wie ich sag, mein Vater ein besserer Herr war und in der Stadt hätte es niemand wissen sollen, dass er mit dem Dienstmädchen ein Verhältnis hat und dass das so arg gekommen ist. Sie hat mich verleumdet, aber er hat, ist darüber nichts geredet worden. Ne? Und da hat es, bevor es so weit war, hat er es nach Wien geschickt. Und dann bin ich da zu der Familie gekommen, also zu den Ehepaar gekommen, die kinderlos war. Und die haben mich dann großgezogen. Und so, wie ich schon 2 Jahre alt war, hat es, natürlich lieb war ich schon, wissen Sie, wie die Kinder sind, hat meine Pflegemutter gesagt,
ob sie nicht mich nicht ganz da lassen. Und sie war da nicht einverstanden, weil sie bei ihr in der Gemeinde oder in der Stadt gar nicht eh nichts gewusst haben. Hat sie mich regelrecht hergeben. Die habe ich, das kann ich Ihnen zeigen dann später, haben sie mich zum Kindesstaate angenommen und sie hat auf die mütterlichen Rechte verzichtet, also verschenkt. Ne? Und natürlich bin ich so weiter aufgewachsen, ne? In die Schule gegangen, hier brav gelernt, gut gelernt, leicht gelernt. Unser Lehrer, unser Oberlehrer, hat alle gesagt, sie sollen mich weiter in die Schule schicken. Ich könnte aus mir was werden, ne? Natürlich, früher haben wir müssen für die Hauptschule da zahlen und das haben sie nicht riskiert. Die haben alle gesagt, wir brauchen eine Person, die uns dann arbeiten hilft. Wir können kein Fräulein brauchen, ne? Weil da wäre vielleicht ein Fräulein geworden, ne? Der soziale Aufstieg war meist ausgeschlossen. Materieller Zwang bestimmte das Handeln. Die Kinderarbeitskraft war begehrt, weil billig. Und auch die Eltern sahen die Kinder lieber in der Fabrik als in der Schule, denn die Schule kostete Geld. Es war unvorstellbar, dass man sein Milieu verließ. Die große Welt fand in der Fantasie der Gartenlaube statt. Und die Schicksalsschläge der Großen wurden in die eigene kleine Welt projiziert. Ich war ja eine der ärmsten von allen, nicht? Die anderen, wo zwei Kinder waren oder drei Kinder waren, die haben ja noch ein richtiges, wo der Vater gelebt hat, ein richtiges Familienleben gehabt. Aber wo halt noch mehr Kinder waren, ist es auch gegangen. Aber bei mir war halt der Vater nicht da und die Geschwister waren alle älter, die haben sich doch von mir nicht geschert. So war das halt auch so, dass die Arbeiterfamilien meistens halt Schulden gehabt haben. Nicht? Die Angestellten haben alle Monat dann gezahlt und die Arbeiter alle Samstag. Natürlich sind Rest bestehen geblieben, wie die Inflation dann war, sind die alle umgefallen, die Geschäftsleute. Nicht? Und so ist das halt dann im Leben weitergegangen. Ja, es waren keine schönen Zeiten. Aber bitteschön, ich habe es in guter Erinnerung, weil ich ja Kind war und das alles mitgemacht habe und bin überall durchgekommen. Nicht? Wenn wir dann auf Landwirtschaft waren, so habe ich ja mit der Mutter haben wir verschiedene, fast jede Landarbeit gemacht, nur zum Melken bin ich nicht hingegangen. Ich habe mir zwar die Milch holen können, gleich in der Früh, ich war ja ein junges Mädel, nicht? Ich war ja ein bisschen beliebt da, aber ja, das war so eine Zeit. Ja, dann hat es halt weiterhin den Hunger gegeben, da sind wir eben dann auch zur Landwirtschaft. Bis sich das gelegt hat, dann waren wir ja wieder zu Hause. Die Mutter hat ja, die war Waffelbäckerin. Die hat halt dann wieder teilweise ihren Beruf ausüben können. Und ich war, früher waren die Lehrkräfte adelig. Nicht? Zu meiner Zeit, ich habe alle Lehrkräfte, was von Adel waren. Das Fräulein von Rick war in der Volksschule und ich habe in der Hauptschule dann gehabt, Bürgerschule hat sie geheißen, Fräulein Bremerstein, Fräulein Edle Maria von Bremerstein, Edle Maria von Bremerstein. Aber so eine garstige Person, aber die Seele selber nicht. Sie war einfach unnennbar hässlich. Nicht? Ich will den Namen nicht sagen, was wir genannt haben. Aber sie war eine Seele von einem Menschen. Und da hat sie mir mal zu ihr in die Wohnung geschickt. Das war dann im 17er Jahr. Und ich bin nur bis zur zweiten Bürgerschule gegangen in die Schule, obwohl ich dann bis in die dritte gekommen bin, aber ohne Zeugnisse, weil ich habe müssen mit der Mutter ja mit dem Waschen, habe ich dann nicht mehr in die Schule gekommen. Jetzt wie die Schule dann vorüber war, also wenn wir uns das Zeugnis geholt haben, war meine Schwester mit, die eine, und da hat die Lehrerin etwas gesagt, hat, wo sie anfangen, sage ich, naja, ich gehe sofort in die Schuhfabrik, in die Kinderschuhfabrik bei uns in Meidling.
bitte, bitte, hat sie gesagt, ich will nicht haben, dass von mir eine Schülerin in die Fabrik geht. Bitte, sie lässt mir Maschinenschreiben und Stenografie lernen, aber ich habe nur verdienen wollen. Es war kein Geld im Haus, nicht. Ich habe nur verdienen wollen. So bin ich halt mit einigen Schulentlassenen gleich in die Schuhfabrik gegangen. Die haben ja schon alle gewartet auf die Kinder, was aus der Schule gekommen sind, wegen der billigen Arbeitskraft. Und da war ich dann 5 Jahre in der Fabrik. Und dann war ich bei der Eterna, das ist für Sie vielleicht kein Begriff, das war eine große Schuhfabrik in Arzgersdorf. Da war ich 7 Mal. Ich habe nämlich gerne einen Krach geschlagen, wenn mir was nicht passt hat. Aber und der Disponent hat gesagt, und wenn ich immer wieder weggehe von der Eterna, ich muss immer wieder zurück. So sind es halt 7 Mal gewesen. Es war halt die Arbeitslosenzeit dazwischen auch nicht. Und so hat sich mein Leben abgespielt. Ne? Und dann habe ich halt geheiratet, einen Mann, den ich halt sozusagen geliebt habe. Ich weiß nicht, ob es Liebe war, aber mir hat halt gefallen. Und dann ist das Elend angegangen mit meinem Mann. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, die Geschichte von Kronprinz Rudolf. Dasselbe war mit meinem Mann los. Der hat dasselbe durchgemacht, genau dasselbe. Hat sich infiziert, hat mit den Knochen angefangen, hat es nicht beachtet, hat mit den Knochen angefangen. Und zum Schluss hat er sich das Leben genommen. Das Elend war auch Thema anderer. Die Sozialdemokratie meldete sich machtvoll. Der Liberalismus ein gewichtiger Faktor. Die Frauenbewegung oft radikaler als heute. Wer ohne materiellen Zwang in jenen Dimensionen lernen konnte, lebte schon damals in einer anderen Gedankenwelt. Meine Mutter hat sich beteiligt an allen möglichen Dingen, aber sie hat nicht selbst politisch tätig genommen. Vielleicht außer der Tatsache, dass sie dem Allgemeinen Österreichischen Frauenverein führend angehört hat, sie mit Auguste Fickert zum engsten Kreis. Das waren die linken bürgerlichen Frauen. In der Zeitschrift Das neue Frauenleben, das die herausgegeben haben, hat sie sehr viel geschrieben. Politisches Bewusstsein hat bei mir begonnen eigentlich im Jahr 1911. Bei den Juniwahlen damals ist ein schwerer Erdrutsch zugunsten der Sozialdemokraten gegen die Christlichsozialen vor sich gegangen. Die Christlichsozialen haben von 20 Mandaten nur 3 behalten können, Mehrheitswahlrecht damals, und die Sozialdemokraten sind von 11 auf 20 gestiegen. Es war also ein wirklicher Erdrutsch, wie man sagen kann. Das hat mich sehr interessiert und ich habe von da ab alles, was mir in die Hände gekommen ist, an politischen Dingen gelesen und war also sehr stark beeindruckt. Aber ich hatte noch mehr keine eigene Meinung gebildet. Ich war wohl für den Fortschritt und für Freiheit und habe Plakate heruntergerissen von christlichen Kandidaten mit meinen Freunden. Aber ich war nicht irgendwie festgelegt. Am 13. Februar 2013 hat mein Vater nun erzählt, dass am Tag vorher Franz Schumer am Nordwestbahnhof von Paul Kunschak, dem Bruder von Leopold Kunschak, erschossen worden ist. Das hat mich sehr aufgeregt, denn ich habe ja gewusst, der Schumer ist so eine Art Held, ein Heros der Arbeiter von Wien, dass sich sehr viel auf ihn halten, und das hat mich also aufgeregt. Und ich ging dann zur Schule, akademische Gymnasium, das ich besucht habe, und da standen nun meine Kollegen herum, lauter Söhne von Bankdirektoren und Industriellen, und ich könnte jetzt Namen aufzählen. Fritz Mandl war dabei zum Beispiel, da. Berühmte Heimwehrmann. Und die haben also debattiert und waren sehr zufrieden damit. Und einer hat sich verstiegen zu sagen, es ist gut, dass sie mal einen roten Hund wegputzt haben. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich also um 10 Uhr in der Pause herumgegangen bin und gesagt habe, ich bin von heute ab ein roter Hund. Am Nachmittag habe ich mir um 12 Fälle die erste Broschüre gekauft in der Volksbuchhandlung. Was will die Sozialdemokratie? Den gar nicht so Sozialdemokrat bin, dann muss ich ja wissen, was die wollen. Meine Eltern waren im Juli 1914 in Amrum an der Nordsee, in Engsel im Friesischen Meer, und haben am 30. Juli die Rückreise angetreten, weil also alles damals geräumt wurde. Sie haben uns aus Leipzig geschrieben,
dass sie vor dem Hauptbahnhof eine große Demonstration von Hunderttausenden von Arbeitern gesehen haben, die alle gegen den Krieg demonstriert haben und gegen und für den Frieden also eingetreten sind. Das hat mich in meiner Überzeugung, die ich gewonnen hatte aus dem Basler Beschluss, der sozusagen internationale Generalstreik im Kriegsfall, sehr bestärkt, und so konnte ich meine Schwestern, die natürlich alle besorgt waren um ihre Bräutigame und Freunde und so weiter, die ja mobilisiert worden sind und einrücken mussten, ich konnte sie beruhigen und ihnen sagen, es braucht sie nicht fürchten, die Arbeiter werden streiken, es gibt keinen Krieg. Am 1. August habe ich leider das Gegenteil dann gesehen. Meine Reaktion war die, dass ich mir gesagt habe, du bist 14 Jahre alt, du kannst das wahrscheinlich nicht überblicken, sie werden schon wissen, warum sie das tun. Wenn sie in den Krieg gehen, so haben sie ihre Gründe, vielfach beeinflusst durch das alte Bibelwort. Wenn es gegen den Zaren geht, nehme ich selber die Flinte auf den Buckel. Das heißt also, sie nehmen also an, dass das wichtig sei, und da habe ich kein Recht darüber zu urteilen als 14-Jähriger, sondern ich muss halt die Entscheidung der Arbeiter und ihrer Führer zur Kenntnis nehmen. Kinder des Krieges. Kinder ohne Väter aufgewachsen. Auch der Erste Weltkrieg prägt seine Generationen, wie der Zweite. Die Menschen waren alleingelassen und die Meldungen aus der Welt waren keine Informationen, nur weißgelassene Spalten in den Zeitungen. Da war ich zuerst in Ried, also in der Nähschule. Da haben sie so viel erzählt. Da haben sie gesprochen von der dicken Bertha und von der faulen Grete, diese beiden Geschütze, nicht wahr, die österreichischen und deutschen Geschütze, dass da die Leute hingemäht werden, einfach die Soldaten. Und überall hat halt jemand gefehlt, nicht? Dann haben sie Feldpostkarten bekommen, diese rosa Karten. Da standen nur ein paar Worte drauf, weil immer wieder die Zensur dahinter war. In der Zeitung stand auch sehr wenig. Ganze Spalten waren weiß, es durfte nicht mitgeteilt werden. Und die Mutter hat dann, wie der Vater fort war, sofort immer die Verlustlisten durchgegangen und geschaut. Wir wussten aber nicht, wo er ist. Nach Monaten haben wir erfahren, dass er im Hinterland ist, und zwar in Steyr-Eck als Rechnungsunteroffizier. Aber das dauerte nicht lange. Und dann erfuhren wir nichts mehr bis zum Jahre 18. Mit Jubel in den Krieg gezogen, als junger Mensch, um seine Pflicht zu erfüllen. Für Gott, den Kaiser und das Vaterland. Freiwillig gemeldet. Und nur ein Monat liegt zwischen der Begeisterung und dem Elend der Kriegsgefangenschaft in Sibirien, in der man sich dann wiederfand. Und wir sind dann am 12. November, das heißt früher, sind wir schon zu den Deutschmeistern hinüber, zu einer Marschkompanie eingeteilt, der 16. Marschkompanie, und sind mit der 16. Marschkompanie an die Front gegangen. Da ist uns anscheinend sehr schlecht gegangen, weil wir waren von 5-6 Regimentern lauter Marschkompanien nicht zusammengestellt, die sind am Weg gegen Zenstochau alle abgesetzt worden. Wir sind ziemlich nahe bei Zenstochau gewesen und waren schon mit den deutschen Kundschaften da zusammen. Das sind sofort ins Gefecht eingesetzt worden. Und leider bin ich in schon im zweiten Gefecht, das war ein ziemlich arges Gefecht für uns anscheinend, nachdem wir so viel gefallen sind, verwundet worden. Und von den Russen als Verwundete in die Spitäler gebracht worden, sodass ich, sagen wir, meine Leistung schließlich nicht sehr, sehr groß war. Aber dafür hat Sibirien umso länger gedauert. Das waren 6 Jahre. Und da hat man alles überlegen können und auch mitgemacht. Schöne neue Welt, geschaffen auf den Trümmern einer Versunkenen. Schon 1918 zeigten sich jene Risse, die die folgenden Jahre bestimmen sollten.
Die Menschen suchten ihre neue Ordnung. Ich bin mit meiner Mutter am Garten des Volksgartens gestanden, ungefähr vis-à-vis von dem Republikdenkmal, habe also zum Parlament sehr gut hinübergesehen. Es wurden Reden gehalten, die man natürlich nicht hören konnte, das gab es damals noch nicht, nicht einmal ein Megafon. Und dann sollte die Fahne gehisst werden und dann war dieser furchtbare Zwischenfall, irgendeine Unruhe und plötzlich wurden nicht rot-weiß-rote Fahnen gehisst, sondern nur rote Fetzen. Meine Mutter hat gesagt, ein böses Omen war es ja auch. Die Rote Garde ist dorthin gekommen, hat sich der Fahnen bemächtigt und hat das Weiß weggerissen und nur das Rote übrig gelassen und hat die roten Fahnen gehisst. Nachher war dann bald eine ganz kleine Schießerei, das war aber weiter nichts Besonderes, das hat man gehört, das hat einen, glaube ich, nicht dort, wo wir gestanden sind, sehr aufgeregt. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen und ich denke sehr gern daran und bin meiner Mutter zum Beispiel für das, was sie da für mich getan hat, sehr dankbar, denn ich war dabei, wie das angefangen hat. Der Vielvölkerstaat der Habsburger, fast ein eigener Kontinent im Herzen Europas, hatte sich aufgelöst. Noch viele Erschütterungen sollten diesen Raum treffen, der scheinbar so ruhig und gesichert dagelegen war, damals vor 1914. Ich glaube, es war damals die allgemeine Ruhe, die vielleicht gar nicht so viele gute Seiten hatte, doch für ein Kind sehr förderlich. Man war jenseits aller Politik und man war, auch wenn man ein nicht Großbürger, sondern ein Normalbürger war, wie wir es waren, gesichert, geschützt, beruhigt, ohne Existenzangst. Dass es vielen Leuten sehr schlecht gegangen ist, hat man nicht so gemerkt. Man hat sich gedacht, wenn man seine Dienstboten oder seine Untergebenen im Büro gut behandelt, dann tut man schon was. Ich bin überzeugt, das war bei meinen Eltern so. Und es war ruhig, gesichert, fast möchte ich sagen, saturiert. Und die Dinge, die einem heute so nahe gehen, wenn sie bei uns passieren und die einem auch so nahe gehen, wenn sie uns betreffen, wenn sie in der ganzen Welt passieren. Die ganze Welt war damals viel weiter weg, als sie erst heute geworden ist. Und ich glaube, die heutigen Kinder, wie gut es ihnen immer gehen mag, sicher, der Wohlstand ist größer in den gleichrangigen Familien heute wie damals bei uns, aber man hat es gut gehabt, das muss ich sagen. Ich sage nicht gute alte Zeit, ich weiß, habe später gelernt, was für eine schreckliche Zeit es war, auch vor 1914. Es war keine gute alte Zeit, aber es war eine Zeit, wo es die Menschen meinesgleichen eigentlich gut gehabt haben. Menschen, die Geschichte und Vergangenheit gelebt und erlebt haben, haben aus ihrem Leben berichtet. Zeugen der Zeit. Mit ihren Gesichtern, mit ihren Worten, mit ihren Gesten haben sie die Welt von gestern wieder aufleben lassen. Eine längst vergangene Epoche. Eine Zeit vor 70 Jahren und mehr. Wir haben ihnen damit ein bisschen Oral History gezeigt. Die Dokumentation von Menschen und ihrer Gedanken. Stellen Sie sich vor 200, 300 oder 400 Jahren wäre dies schon möglich gewesen. Dann könnte heute ein Robespierre oder Napoleon zu Ihnen sprechen, Maria Theresia oder Josef II. Geschichte würde objektiviert werden können. Vor 70 Jahren lebte hier der alte Kaiser. In diesem Garten ging er spazieren, in diesem Schloss starb er, in diesem Schloss dankte später sein Nachfolger und der letzte Kaiser Karl. Heute gehen hier Menschen der heutigen Zeit spazieren. 1914 hat eine neue Epoche begonnen. Thank you.